Bangkok ist total hektisch. Da wundert es nicht, dass es hier zur Entspannung so viele Massagemöglichkeiten gibt. Praktisch an jeder Ecke kann man sich ja durchkneten und falten lassen. Wir sind aber einem Tipp gefolgt und haben keinen Straßenmasseur bemüht, sondern haben uns in ein Massagecenter begeben und wurden dort zu Stammkunden. Um ehrlich zu sein, habe ich vorher noch nie viel von Massagen gehalten. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Jetzt müssen wir jeden Tag hier hingehen. Auch wenn man sich am Anfang an so manches erst gewöhnen muss. Wir müssen jetzt diese seltsamen Unterhöschen anziehen. Also meine Größe, mein Style ist das nicht direkt. Das ist ein bisschen entwürdigend. So wie Die dehnen sich. Ach so. So ein bisschen wie im Krankenhaus muss man auch so Dinge anziehen. Nee, die sind cool. Sieh die mal an. Die sind echt, echt bequem. Aha. Ich nehme die mit. Also ich finde die geil. Na ja. Na, wie fühlst du dich jetzt? Ausgezogen. Und ein bisschen... ein wenig entwürdig. Wobei, was das Wohlfühlen angeht, müssen wir unterscheiden. Bei der etwas sportlicheren Thai-Massage gab es kleine Unterschiede. Während ich es toll fand, wie die Thai-Frau auf meinem Rücken herumlief, litt Katja auf der Matte neben mir. Das störte ihre Masseurin jedoch kein bisschen, die jeden ihrer Jauchzer mit einem Lachen konterte. Und so fühlte sich am Ende mein Körper wie neu geboren an, wenn Katjas dazu etwas Nachhilfe brauchte. Und dann waren da noch die Knabberfischchen. Wir genießen gerade eine Fischfußmassage, bei dem die kleinen Fische die tote Haut von Füßen essen. Und es fühlt sich irgendwie total kribbelig und witzig an, wie kleine Sturmstöße. An diesen Saugbarben kommt man hier einfach nicht vorbei. Und es ist schon ein schönes Gefühl, sich so beknabbern zu lassen. Auch wenn uns unsere tote Haut auch vorher nicht sonderlich gestört hat. Ich spüre totale Liebe diesen Fischen gegenüber, die mir so süß an den Füßchen rumknabbern. Das ist wunderschön. Jucken deine Beine nicht wie Sau? Doch, meine jucken auch, aber irgendwie ein lustiges Gefühl. Wie auf Noppen zu laufen. Nach den Fischchen gehen wir was Leckeres essen. Und essen kann man hier wirklich an jeder Ecke. Sau lecker und sau billig. Das Tolle an thailändischem Essen ist, egal was man bestellt, es schmeckt immer lecker. Abends sind die Bürgersteige voll mit kleinen Buden und kleinen Wegen, die Essen anbieten. Und man kann hier kaum vorbeigehen, ohne dass man am Ende mehr ausgegeben hat als in einem Restaurant. Man muss aber auch alles probieren. Okay, nächstes Experiment. Komisches Zeug mit komischem Zeug. Sehr hart. Schmeckt nach Fischpaste. Heute gibt's lecker Glibber. Das schmeckt wie Glibber mit anderem Glibber drin. Ist aber sehr lecker. Oh, oh Gott, das ist lecker. Und wenn schon asiatische Spezialitäten essen, dann musste ich auch die weniger gewöhnlichen ausprobieren. Ich habe mir lecker Futter gekauft. Ein kleines Skorpion. Und so Grashüpferzeug. Gar so lecker sehen die jetzt auch nicht aus. Aber versuchen. Schmeckt wie eine Krevette. Oder ein Flusskrebs, nur trockener. Ja, wenn man ein bisschen länger drauf rumkaut, ist es gar nicht mal so schlecht. Aber ein Flusskrebs ist besser. So, dann mal der schwarze Kollege hier. Den Giftstachel haben sie schon abgebrochen, also wird er wohl nicht giftig sein, hoffe ich. Ich schätze mal, ich muss die Hülle erstmal aufbrechen.
Sieht jetzt auch nicht so lecker aus. Und schmeckt? Schmeckt wie Pappe. Ist das Skorpion so lecker sein, habe ich mal gehört. Naja, nicht mein Fall. Und mit diesen leckeren Eindrücken verlassen wir Bangkok, das wir insgesamt aufregender als Singapur und bequemer als Malaysia fanden. Die nächste Station ist Kambodscha und sofern das Internet dort mitspielt, sehen wir es bald wieder.